Die Sonne lacht also nichts wie rauf aufs Fahrrad. Das dachten sich auch die rund 30 Teilnehmer der Fahrradtour über Dessaus Brücken. Siegfried Linke, selbst Bauingenieur und an der Realisierung vieler Dessauer Brücken beteiligt, hatte zur ersten Brückentour eingeladen und da galt es schon, eine kleine Wegstrecke hinter sich zu bringen. Wir fangen an hier auf der Tannenjägerbrücke und fahren dann durch den Tiergarten Richtung Jonitzer Mühle. Das heißt über die Alleebrücke, Tiergartenbrücke, Jonitzer Brücke und machen dann in der Jonitzer Mühle Station. Dort warten die Gebrüder Zielkes auf uns, das sind Freunde von mir. Und die haben sich also bereit erklärt, mir ihr Heiligtum zu zeigen. Sprich also die Gewinnung von Strom dort mit ihrer Wasserkraftanlage. Es wird eine halbe Stunde dauern dort die Führung. Und dann fahren wir weiter über die Yachtbrücke vor zur Ruinenbrücke und am Wallwitzhafen, also sprich an der Wallwitzburg, lassen wir dann diese Radtour ausklingen. Dass es auch für Siegfried Linke eine Premiere als Tourguide war, war ihm kaum anzumerken. Bewusst hatte er die Tannenhegerbrücke als Startpunkt gewählt, war doch diese Brücke die letzte, wofür er die Verantwortung als Bauleiter trug. Nun führt die 2004-2005 errichtete Brücke, welche von der Konstruktion her der Budapester Elisabethbrücke nachempfunden ist, nicht nur in den Tiergarten, sondern ist auch für Liebesschlösser ein beliebter Ort. Allgemein erfreuen sich die geführten Radtouren großer Beliebtheit. Wir sind froh, wenn es nicht zu wenig sind, aber wir sind auch froh, wenn es nicht zu viel sind, weil man immer eine gewisse Verantwortung hat, dass die gesamte Gruppe immer zusammenbleibt und so weiter. Das Highlight der Brückenradtour war neben den zahlreichen naturnahen Brücken die Jonitzer Mühle. Seit Jahrhunderten im Besitz der Familie von Rüdiger Zöker konnte er auch zahlreiche Einblicke in die bewegte Geschichte der Mühle geben. Die Jonitzer Mühle ist als Mühle gar nicht so schrecklich alt. Mühlen haben ja häufig eine sehr lange Geschichte. In dem Fall hier ist sie erstmals erwähnt 1729 durch den Fürsten Leopold gebaut. Und dann 1779 verkauft von seinem Enkel an unsere Familie. Und wir haben das als Mühle lange Zeit betrieben, bis es dann 1971 ein großes Feuer gegeben hat. Da ist die eigentliche Produktion ausgebrannt. Es durfte nicht wieder aufgebaut werden und seither ist auch kein Mühlenbetrieb wieder in Gang gekommen. Das, was uns möglich war, zwischenzeitlich waren die Reste ja auch enteignet. Uns war es möglich, 1993 wieder ins Eigentum zu kommen und dann nach einigem Kampf, nach einigem Genehmigungsverfahren für die Wasserkraft im Jahr 2000 dann wieder Turbinen einbauen zu können und anstellen zu können und jetzt hier Strom zu produzieren. Ganz ursprünglich wurde die Mehrmühle zusätzlich noch als Schneidemühle und Ölmühle benutzt. Die längste Zeit war sie aber eine Mehrmühle mit drei getrennten Mahlwerken für Weizen, Roggen und Hartweizen. Die Arbeitsweise in der Mühle ist weitgehend unbekannt wahrscheinlich mittlerweile. Es interessiert sich keiner mehr dafür, wo das Mehl wirklich herkommt. In die Mühlen wird das Getreide gebracht, das Getreide wird vorgereinigt und dann aufbereitet, wird richtig sauber gemacht zur Vermahlung. Und dann durchläuft es einen Prozess, in dem es in dem Mühlengebäude immer wieder hochtransportiert wird und fällt dann auf vielen Etagen durch die Müllereimaschinen durch, bis es wieder aufgenommen wird, hochtransportiert wird, gesiebt wird und wieder auf diese Maschinen kommt. Deshalb sind Mühlen immer auch relativ hohe Gebäude. Also Mühlen haben meistens 4, 5, 6 Etagen. Wer im Übrigen diese Brückentour verpasst haben sollte, der kann sich auf den Herbst freuen. Denn da gibt es wieder eine Brückenradtour und da stehen dann die städtischen Brücken im Vordergrund.